herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Enemy. Hallo! Diesmal ist das sogar wirklich Enemy. Ja, Enemy wir Time. Haben einen Zaunfight hier am Stüssel, am Start. Und naja, mal gucken, wie der ausgeht. Der Dü befightet mich, ich befeite ihn. Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich ja 10.000 Pfeile habe oder sowas gefühlt. Und dass ich da ein bisschen weiterkomme. Und ich habe hier vor allem das hier als Vorteil. Ich kann wieder runter im Notfall. Ja. Ja. Oh, hier oben ist ein Creeper wahrscheinlich. Dü, hast du den Creeper abgeschossen? Nein. Ja, wie ist der dann explodiert? Ich habe nichts abgeschossen. Vielleicht also, durch die Sentry-Tools. Was soll ich denn mit dem abschießen? Oh, wenn der durch die Sentry-Tools, also wenn du den abgeschossen hättest, das werden wir dann in der Folge sehen, dann hast du ja was auf meinem Gebiet kaputt gemacht. Bist da quasi. Hä, hey, warum denn? Ich meine das jetzt aber ehrlich. Also, wieso soll ich den Creeper kann ich doch killen, oder was? Du kannst den Creeper killen, aber du darfst nichts auf meinem Gebiet kaputt machen und du darfst auch nicht dafür verantwortlich sein. Das heißt, auch wenn eine Falle draußen gebaut wird und du reinlatscht, da ist ja extra so geregelt. Also, was für eine Falle denn überhaupt? Hä? Ich verstehe gerade gar nicht, wie ich den Creeper auslösen kann. Der Creeper ist natürlich, der bekommt auch noch der fängt auch noch an zu zwischeln und so weiter und so fort, wenn da was ist. Ich meine, wenn es nicht deine Schuld du ist. Du stehst ja drüber. Du stehst ja drunter. Ich hab nichts gemacht. Ja, das macht ja nichts, aber der sieht mich ja nicht. So. Wie gesagt, insofern. Vielleicht, du bist halt vielleicht gerade in dem Moment nach oben gerannt. Also nein, ich war nicht mehr oben. Ernsthaft, also wie gesagt, meine Sandwich-Torch stehen. Ich bin direkt runter und ich war unten und dann hat es weiter gezischt und dann ging's bumm. Ja, dann warst du halt scheinbar also im System noch. Das hat wieder gezischt. So, okay. Also ich habe nichts gemacht, was soll ich denn noch machen halt, ne? Ich kann den ja aus der Ferne nicht auslösen halt, ne? Ich habe den auch nicht angeschossen, aber alles gut. Diskussion abzutöten, in Anführungsstrichen. Wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du nichts damit zu tun hattest, dass der jetzt trotzdem gemacht hat. Das ist ja jetzt ein richtiges Loch. Sollte was sein, das ist so ein richtiges Loch. Ja, genau. Dann muss er halt ein bisschen Dreck und einen Fahrstuhl her tun. Aber erstmal, wie gesagt, muss die Folge dafür raus sein, das können wir jetzt nicht so sehen. Nee, da ist wirklich nichts, oder? Ja, so, gibt's wir werden sehen. Ja, das werden wir sehen. Wir werden sehen. Ja. Düpp. So. So, okay, ich mute mich mal. Ja, mute dich mal. Okay, gut, wir werden versuchen, den. Oha, lol. Geh weg. Wir werden versuchen, den Zaunfight nochmal ein bisschen auszuweiten. Nämlich, es gab leider, ich hatte nicht mehr letztens angeschaut, es gab auf jeden Fall einen Block, der hieß, warte mal, mal hier schauen. Der ist schon wieder oben. Ja, der will halt auf jeden Fall zu seinem Equipment halt, ne? Das kann ich halt auch nachvollziehen. Ja, das kann ich auch, so, das heißt, wir werden hier mal, warte mal, hier so eine kleine Leiter bauen, nach oben. Ich brauche gar nicht mehr leider so viel Jetpack-Energie. Ich auch gleich nochmal was machen. Warte mal, ja, der auf jeden Fall den Fahrstuhl hat er auf jeden Fall schon mal wieder da. Ich habe leider nicht so viele Dinger, ne? Oder? Das bringt's halt nicht. Ja, die Sandwich-Tour jetzt gerade runter. Na, warte mal. Na, warte mal ab hier, Junge. Na, warte mal ab, Kollege. Oh, ich glaube, ich muss erstmal wieder ein paar Fallen einsammeln. Ja. Ja. Mal schauen, wie lange er das hier mitmacht, den Spaß.
leider keine Pfeile, ne? Leider ein bisschen das Problem. Ja, wie gesagt, aber irgendwann gehen auch seine Pfeile halt aus, ne? Das ist halt die nächste Geschichte. Na, warte mal, hier gab es auf jeden Fall gerade wieder Pfeile. Ah, okay, er ist fast tot. Warte mal, jetzt muss ich mal hier versuchen, die Pfeile hier einzusammeln. Ah, hier haben wir noch unser Sentry Turret am Start. So, okay. Okay, das ist halt auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall richtig heftig. So, I'm different, ja, ja, toll, dankeschön. Das ist alles hier, I'm different, ja, das ist super. Oha. Oha, da muss ich irgendwas hier entdecken. Wie gesagt, ich versuche ihn hier gerade ein bisschen rauszulocken. Ah, scheiße, ein Different, Alter. Leider echt keine Munition mehr. Relativ viel verbraten. Er stellt sich halt wirklich genau außerhalb hin. Bein gehabt, ey. Na komm. Gib mir die Pfeile jetzt hier. Jo. Halt wieder ein paar Pfeile. Die hier schießen kann. Naja, gut. Jetzt ist jetzt sehr egal. Jetzt ist es egal. Wir haben auf jeden Fall genug gefightet. Das war auf jeden Fall ganz spaßig und witzig. Lass das jetzt hier auf jeden Fall so an der Stelle. Hallo? 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 Oha. Scheiße. Oha, okay, gut. 3 Sterne. Ja, gut. Egal, wir haben auf jeden Fall trotzdem noch 5 Sentry Towers gerettet. Dadurch durch die Aktion. War auf jeden Fall witzig. Da konnte auf jeden Fall den ein oder anderen Kill konnte ich auf jeden Fall machen. Der Black ist somit auf jeden Fall rangekommen wieder an den Kills. War auf jeden Fall ganz wichtig. Aber ich glaube, der Dicke steht immer noch, ne? Das Ende vom Lied. Trotzdem noch. Warte mal, ich bin halt trotzdem noch so gemein. Ich muss mal schauen, ob ich vielleicht noch ein paar Pfeile ranbekomme. Warte mal. Ja gut, ein bisschen mit Leder herstellen. Ja. Ich habe hier zumindest habe ich keine mehr. Warte mal, wir könnten. Und ich habe die Sentry Turret ja gerade wieder eigentlich zurückgesteckt. Wacker Turret. Okay, gut, ich habe aber echt wenig Energie nur noch. Das heißt, das reicht gerade so, um hier nochmal nach unten zu kommen. Um hier nochmal ganz schnell in meine Badbox was hineinzulegen, oder? Ja. Wo ist das zweite eigentlich? Weiß ich gar nicht. Ist halt auf jeden Fall ist die nicht da. Das ist nicht so schön. Auf jeden Fall ist sie nicht da. Das ist. Man, er hat immer noch kein Jetpack, halt so richtig, ne? So, wir brauchen. Ja, da haben wir es.
das Jetpack, okay. Wer weiß nicht, ob er jetzt hier nochmal was einen schon gelootet hat. Weiß ich nicht. Oha, wow, krass. Der macht ja richtig viel Schaden. Ja, gut, dann ist das halt so, ne? Gut, dann ist der. Dann spielt der hier auf jeden Fall mal noch eine Runde hier mit. Ne? Und das wird auf jeden Fall eine Weile dauern. Also, wir haben auf jeden Fall, genau, wir hatten angefangen. Hier unten, genau, richtig, wir hatten hier mit dem Fluxdust angefangen gehabt. Haben hier hinten, ach stimmt, hier haben wir enorm viel von dem. Warum viel ist ein bisschen übertrieben, aber okay. Ein bisschen was von dem Sand. Ja, relativ wenig Sand gewonnen am Ende. Schade. Ist er wieder oben? Oder wo ist er? Ne, da ist unten. Okay. Gut, so, wir haben auf jeden Fall. Genau, richtig. Ich habe jetzt hier die Sandwich-Tools, die können wir jetzt hier eigentlich mal wieder zurückgeben. Das passt schon. So, das hier hinten funktioniert auf jeden Fall schon mal, ne? So, genau. Dann wollte ich, ja, so, es reicht aber auch. Von dem, was ich habe. Also, wir können hier den Sand und halt diese Freaks-Dust können wir auf jeden Fall mal zusammen basteln. Und dann haben wir hier 0% Wahrscheinlichkeit. Ja, so, okay, gut. Das können wir hier einfach mal so stackmäßig, können wir das hier einfach mal weg. Zack, ins Wasser. Können wir den Rest mal meinetwegen mal noch aufnehmen und uns den zumindest mal anschauen. 14%, 17% und das hier sind 0%. Das heißt, wir können hier mit dem Mod so gesehen auch gar nicht mehr wirklich viel weitermachen. Das heißt, das ist ein bisschen schade und ein bisschen traurig. Ne? Okay, gut, das hauen wir nochmal rein. Okay, gut, dann haben wir jetzt hier auf jeden Fall 32 von diesen Kristallen. Ich muss hier nochmal schauen. Ne, was, wie viel brauchen wir denn davon? Wir brauchen ME-Controller. Brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall den ME-Drive. ME-Drive. Brauchen wir auf jeden Fall. Und wir brauchen. Okay, das sind Engineering-Prozessoren. Okay. Und wir brauchen auf jeden Fall das Crafting-Terminal. Ja, gut, ist halt ein Terminal, Crafting Table, ja, Calculation und ein normales ME Terminal, Information Core. Ich weiß gerade gar nicht, was das hier ist. Okay, da brauchen wir scheinbar einen. Okay, da brauchen wir einen puren Nether Quartz oder halt. Ja, auch normaler Nether Quartz. Ja, normaler Quartz geht da auch. So, dann brauchen wir auf jeden Fall noch Freaks Dust und so weiter und so fort. Was wir halt grundsätzlich machen könnten, wäre das Ganze so gesehen vorzubereiten. Wir brauchen ja, wie gesagt, ein paar Sachen. Das heißt, wir werden versuchen, das jetzt hier auch mal noch vorzubereiten, dass wir dann halt wirklich einfach nur dann, vielleicht wird das auch in der heutigen Aufnahme vermutlich vielleicht auch nichts mehr werden, dass wir dann halt einfach wirklich sagen können, okay, gut, wir packen das hier einfach rein. Das hier ist im Grunde genommen dann schon der ME-Controller. Das heißt, das nächste wäre dann der ME-Drive. Brauchen wir dann halt wahrscheinlich auch eine Festplatte dafür, ne? So, der ME Drive wäre halt Blast Resistant, ME Drive oder ME Fixed. So, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Glasfaserkabel, davon habe ich sogar noch zwei hier im Inventar. Ich brauche hier das davon, das davon, das davon und das davon. Okay, irgendwas ist da schon wieder passiert. Ich weiß es nicht, irgendwas ist da wieder passiert. Er hat wieder irgendwas gemacht. Ja, okay. Wie viele Pfeile habe ich noch? Einen habe ich noch. Oh, komm schon, verschwinden ist ja langweilig. Ich habe keine Pfeile, warte mal, ich bin gleich wieder da. Nee, ich habe auch keine Pfeile. Übrigens ist da ein Grabstein von mir in die Luft geflogen. Echt? Kann sein. Wenn ja, dann würde ich hoffen, dass es nicht so war, dass du die Schuld bist. Da war viel drin. Echt? Ja. Und das wird teuer für dich, wenn es deine Schuld wäre. Oh je, das kannst du gar nicht, glaube ich, so schnell machen. Dann wirst du erstmal 3, 4, 5 Folgen damit beschäftigt sein. Oh. Da ich ja weiß. Da ich ja weiß, dass es nicht meine Schuld ist. Wenn die Sentry Turrets mit Schuld sind, ja, dann bist du ja auch schon schuld. Das reicht ja. Ja, ach komm, als ob. Dann sind ja deine Turrets. Ja, als ob man nie unter Kontrolle hat. Wie oft hast du schon irgendwas da drauf gestellt? Aber ja, vor allem, aber ne? Ich habe noch nie einen Creeper gehabt. Ach komm, du hast dort. Nee, komm, das war halt einfach so eine laggy Situation. Da brauchst du ja nicht. Komm hoch jetzt, wir fighten. Nee, ich hab keine Pfeile. Wenn du mir hier ein paar Pfeile abgibst, dann gerne. Wieso nicht? Ich hab keine Pfeile. Was bist du von Lowy? Ja, gib mir Pfeile. Ja, bitte. Ja, das ist einer. Ich brauche ja mehr.
Nein. Ich muss jetzt immer weiter craften. Nein. Oh. La Loser, Loser, komm, ach, kleiner komm. Feigling. Da, ich hab dich doch schon lang genug abgehalten. Na, du mich? Ich hab dich auch abgehalten. Im Prinzip, du hast jedes Mal was hingestellt und ich hab wieder was hingestellt. Ja. Und überhaupt. Und ja, wie gesagt, ich fand's lustig. So. Ah, hier habe ich meine Pfeile. So, die Goldbarren nehme ich mit, die aus dem Lucky Block kamen. Den Diamantblock baue ich gleich ab. Achso, ich muss mich noch muten. Ja, gut. So, okay, wir brauchen auf jeden Fall erstmal wieder Yellorium. Das wäre mal noch eine ganz nice Sache. Yellorium, also Yellorium haben wir hier am Start. Hier haben wir nichts mehr am Start. Also wenn, dann hätte es sich vermutlicherweise eh in den komplett ersten Slot hineingesteckt. So, das nehmen wir uns jetzt einfach mal so just for fun. Hier regnet es übrigens rein. Ja, hier haben wir noch ein Loch in der Erde sogar. Das wäre natürlich uncool. Ja, also zack. So, war auf jeden Fall ganz witzig. Wir können auf jeden Fall jetzt, das Yellorium. Und wir wollen ja jetzt dann noch die Vorbereitungen treffen für den Rest halt, ne? So, dann haben wir da auf jeden Fall auch schon mal ein paar Fluidskristalle, hätten wir dann auf jeden Fall alles schon mal am Start. Ich weiß nicht ganz genau, wie viel das alles kostet, aber so ungefähr. Achso, jetzt haben wir hier ist das Glas drin. Aber wir haben gar keine Energie dafür. So, das ist natürlich dann doof, weil das Device offline ist. Achso, ja, okay. Heftig. So, ja, das ist natürlich blöd. Okay, das packen wir dann halt mal hier in die Kiste rein, den Sand. Den können wir auf jeden Fall gut gebrauchen, den Sand. Genau. So. Ja, der braucht halt jetzt hier erstmal wieder Energie. Der muss jetzt hier erstmal wieder alles auffüllen. Ja, die Bedbox hat auch keine Energie. Ja, da freut sich hier erstmal. Da wird hier erstmal ein Ast. Was wollte ich denn überhaupt? Ach ja, genau, das Yellorium wollte ich ja austauschen. Das geht hier sogar. Im Meisterweiter geht das nicht. Gut, schade. Genau, ansonsten wollte ich nochmal schauen. Genau, also richtig wegen hier M8Wife. Ja, genau. Also wie gesagt, da sind die beiden Dinger haben wir. Dann brauchen wir zweimal die Engineering-Prozessoren. Die werden gecraftet aus, das ist genau wieder das Printed Silicon. Also brauchen wir davon zwei Stück. Das heißt, wir brauchen die Platte hier und dann Printed Silicon. Das heißt, und dann Printed Silicon halt, ne? Das heißt, wir brauchen das hier, 1, 2 oder 1. Und dann Silicon haben wir hier sogar noch drin. Ja, zwei Stück gleich. So, hier echt nur einer rein. Ja, einer rein und einer raus. Also stacken kann man hier gar nichts damit. Das ist natürlich behindert. Ja, aber ist jetzt auch nicht so schön. Also in den Scriber Silicon Press. So, dann hätten wir hier das hier. Und wo brauche ich, glaube ich, einen Diamanten. Oder zwei Stück waren das, glaube ich, sogar. Also zwei Stück, nehme ich jetzt hier einfach mal alle Diamanten mit, die ich noch habe hier momentan. Und dann gucken wir mal, also wir haben hier unten, hätten wir das. Da oben. Hier. So, dann brauchen wir... Ja, wir brauchen, glaube ich, die Engineering. Ah, ich komme hier immer durcheinander. Ja, Engineering, okay. Brauchen wir glaube ich jetzt auch den Rest des Crafting-Vorgangs. Also kommt das hier oben rein, dann der Diamant hier rein, ne? So, zack. Okay, können natürlich jetzt auch noch mit einem Eisenblock halt das einfach nochmal craften. Einfach so zur Sicherheit, ne? Aber können es halt natürlich auch sein lassen, ne? So, können natürlich hier nochmal eins craften, weil ich glaube, wir brauchen auch zwei Stück davon. Und dann haben wir da auf jeden Fall schon mal ganz viel verschiedene Sachen. Naja, hier lässt es sich stacken, das ist auch schon mal ein Anfang. Ja? Ah, hier drin halt überhaupt nicht. Okay. Gut, schade. Ich glaube, wow, mit Whetstone war das am Ende dann noch. Ja, das sieht auch so aus. Das heißt, wir holen uns mal 1, 2, 3 Whetstone. Ja, hier haben wir sogar noch 5 Stück. Das ist doch schon mal ganz vernünftig. So, das heißt, wir packen das hier einfach mal hier rein. Zack. Also, ja, geht nur eins rein. Ja. Also, da haben wir es. Da ist es auch schon fertig. Okay, dann packen wir hier Silicon Press. Dann haben wir hier das Whetstone noch. Okay. Gut, dann hätten wir auf jeden Fall den M8Wife. Der wäre dann halt auf jeden Fall auch schon mal fertig. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. So, hier sind die Dinger wieder Device offline. Immer noch offline. Wir haben immer noch nicht genügend Energie, um wieder alles zu versorgen. Sieht so aus, ne? Ja. Ich habe eine Idee, dass wir gleich halt auf jeden Fall mal, ja, dass wir gleich die Stromkreise ein Stück weit miteinander verbinden.
Dann haben wir zumindest, was das, das angeht, halt zumindest keine Probleme mehr. Das heißt, ich warte noch ganz kurz und werde jetzt hier die zwei Prozessoren erstmal hier reinpacken. Ja. So, dann hatten wir hier, wie gesagt, M8 Drive. Oh, können wir sogar schon basteln hier. Das ist sogar schon mal kein Problem. Also ich könnte man sogar dann... Achso, Terminal. Ja. Also ME Terminal? Weiß ich nicht. Muss man gleich nochmal gucken. Auf jeden Fall brauchen wir hier erstmal noch ein bisschen Gold. Das hole ich mal ganz schnell. Wenn ich das finde, hier haben wir ein bisschen Gold. Mit einfach. Und pappen das auch mal hier rein. Zack, zack. So, und da brauchen wir auf jeden Fall enorm viele davon. Beziehungsweise haben wir. Achso, hier haben wir noch ein paar. Das könnte vielleicht sogar schon fast wieder reichen. Bin auch gar nicht so sicher damit. Du müsstest halt das hier entlang leiten. Ja? Also du müsstest hier sagen, zack, 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 also da wo es halt eigentlich... So, dann müssen wir mal schauen, wie weit wir das betreiben können. Zack und zack, okay, wunderbar. So, dann gehen wir mal hier lang und pappen hier den ganzen Spaß hier mal noch ran. Zack, 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 zack. Zack. Also hier ist noch alles, hier ist sogar noch alles zugebaut, okay. Auch nicht schlecht. Okay, gut, dann hätten wir hier das. Zack. Achso, wo ist denn? Ja, warte mal, das ist natürlich Kacke hier. Was ich hier gerade bastel. Aber es reicht zumindest. Und und gerne möchte. Und dann hier rein zu den ganzen Strom. Genau. So, und jetzt müssten wir theoretisch. Also hier ist Device. Achso, Device ist sogar online mittlerweile. Das heißt, wir müssten jetzt hier dann, hier drauf. Achso, ja, wahrscheinlich den Reststrom oder was auch immer. Ne, dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal mehr als genügend, ne? So, können wir hier. Achso, hier werden sogar. Hier wird sogar noch ein bisschen was gemacht, aber so heiß ist der Reaktor halt gar nicht mehr. Das ist ein bisschen blöd. Beziehungsweise die Frage ist halt die, ne? Ist ja nämlich mittlerweile sogar mal fertig. Der steht. Der Reaktor steht. Okay. Bedeutet, das wird auf jeden Fall unsere nächste Aufgabe sein, dann den Reaktor wieder umzusetzen. Ja, das ist, ja, wunderbar. Da freue ich mich schon drauf. Das heißt, achso, ja, natürlich dann, das ist blöd. Weil ich dann noch mehr Wetland Energy Cable benötige, oben halt auf einer anderen Seite. Scheiße, ey. Um dann halt auf einer anderen Seite das weiter zu bearbeiten. Weil der Reaktor ja dort steht. Und der muss ja dann, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat er trotzdem auch ein bisschen Energieverlust. In gewisser Art und Weise. Aber du kannst das ja trotzdem nicht so weit ziehen halt, ne? Das ist ja kacke. Ja gut, wir könnten halt versuchen gleich erstmal die Wasserfelder hier wegzumachen. Ja, ich glaube, das wäre vielleicht eine Idee, aber ja. Ah, ist das vielleicht die Felder? Ja, wie gesagt, ich glaube, der ist durch. Da ja, müssen wir uns drauf einstellen, dass er durch ist. Okay. Gut, gut, dann ist er durch. Das bedeutet, wir brauchen als allererstes, brauchen wir erstmal irgendwas. Mist. Ja, dann ist ja gut, weil dann kann ich nämlich hier, ich bin sowieso mit dem ME-Zeugs relativ weit, sodass das dort hinten, ja, sieden kann, so gesehen. Und dann müssen wir mal sehen halt, ne, weiß ich jetzt noch nicht. So, hier hinten habe ich jetzt hier noch ein paar Kisten, die ich jetzt hier einfach nur mit irgendwelchem Zeug erstmal vollballer. Das zählt jetzt alles leider nicht. So, zack, hier kann man die Logic Press, kann man hier auf jeden Fall noch mit dazu packen.
Das ist das, Z ist Quarz, gehört hier mit dazu. Redstone packen wir hier auch nochmal mit rein. Das gehört auch nochmal dazu. Nether Quarz hier auch nochmal mit rein. Und dann haben wir. Also hier haben wir den Bucket, ne? Aber ich glaube, wir werden ein paar mehr Buckets benötigen. So, das wird unsere nächste Geschichte werden. So, zack. Zack. Ja, da haben wir auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen was zu tun, ne? Nächste Geschichte wird sein, halt das Kabel hier verlegen. Und dann eigentlich können wir dort hinten den kompletten Spot halt abbauen, theoretisch. Ja. Und halt woanders hin verlegen. Also wir brauchen halt auf jeden Fall brauchen wir trotzdem noch die Rohstoffe, brauchen wir halt trotzdem. Das sollte an sich schon laufen, finde ich persönlich. Das nächste wäre dann vermutlicherweise, ja, wir müssen halt irgendwie dort vorankommen. Warte mal, das hier in den längsten Kabel ist, was am weitesten liegt, glaube ich. Ja. Wenn wir dieses Kabel bis in den Rand ziehen. Ja, ich weiß, ich muss das jetzt hier bei den Scheiß hier gerade mit der Schaufel ab. So, das heißt, wir hätten das hier, das hier, das hier, das hier, das hier, das hier, das, das. Okay, man, das, der Rest fehlt uns halt jetzt momentan noch. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das funktioniert, ne, dann auch über diese große Distanz halt, ne. Ich kann ja mal danach googeln. Ich lasse euch hier mal ganz kurz alleine. Wednet Energy Cable Distance. Gucken wir mal. Maximum putting it between. Bla bla. Weiß ich nicht, wie lang das Kabel werden kann. Da bin ich wirklich jetzt im Mond ein bisschen überfragt. Weiß ich nicht, wenn das Kabel werden kann. Ja, auf jeden Fall brauchen wir es halt trotzdem. Also das heißt, wir werden hier Net Energy Cable. Wir werden dann auf jeden Fall auch Wet Net Energy Cable. Da haben wir es auf jeden Fall. Zack. So. Ja, das heißt, wir brauchen das Wet Net Cable, also Plastikfolie und Whetstone. Okay, dann nehmen wir halt drei Stacks. 1, 2, 3. Packen das hier rein. 1, 2, 3. Jetzt brauchen wir halt noch die Plastikfolie. Wir damit schon einfach hier mal Plastik-Sheet. Nochmal Plastik-Sheet. Also hier haben wir sogar noch ein paar von den Kabeln. Da sind hier auch noch ein paar da. Das sieht doch alles schon mal ganz gut aus. Also so. Guck mal hier das, das, das. Bin mir gar nicht sicher, wie man das jetzt hier herstellt. Aber ich glaube, das reicht sogar hier. Grüß dich dann in der nächsten Folge. Leute, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Tschüss.